Also ich war ganz offen, was so auf uns zukommt und zum Beispiel konnte ich mir unter diesen Workshops gar nichts vorstellen und das fand ich dann sehr schön, dass als die Studenten da waren, dass wir mit denen wirklich arbeiten konnten, die waren sehr gut präpariert und interessiert dran, Neues auszuprobieren. Es waren ganz, ganz tolle Stunden mit denen. Ich finde es einfach immer schön, wenn man eben mit den Menschen in Kontakt kommt vor Ort. Neue Musik, Mai, das ist natürlich wieder ein Riesenkapitel, ne? Also was ist neue Musik? Und da bin ich, glaube ich, relativ offen, wenn ich einfach merke, es hat irgendwo einen Hintergrund, es soll wirklich so sein, nur so, dann ist sehr vieles für mich gültig, wenn es mich wirklich überzeugt und anspricht. Da haben sich ja auch alle dabei was gedacht, das haben sie uns auch verständlich rüberbringen können, das fand ich schon gut, einfach als Weg, als Schritte auf dem Weg sozusagen. Und ich glaube auch fürs Klangforum, also für unsere Arbeit, so, das ist schon auch nochmal gewachsen. Und Ayan Sandert habe ich jetzt hier kennengelernt, mit dem habe ich mich mehrfach sehr gut unterhalten, auch über hochschulpolitische Sachen und so, also so, was gar nicht mit der Reise zu tun hatte, sondern so unter Musikern. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Wie ich überhaupt fand, dass die Kanadier einfach sehr offen sind. Die sind freundlich und man kommt sofort ins Gespräch. Macht was mit einem, ja, persönlich, musikalisch, man guckt einfach über den Tellerrand und war wirklich von Ost nach West gereist, also das ist schon was Besonderes, wirklich Atlantik, Pazifik in einer Reise.